Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute wollen wir mal so ein bisschen in die Welt der Wertschätzung eintauchen. Genauer gesagt, wir wollen heute mal so ein bisschen schauen, was passiert eigentlich, wenn wir die Ziele anderer würdigen. Es gibt nämlich einen ziemlich spannenden Effekt dabei. Wahrscheinlich kennen wir auch das Gegenteil davon, nämlich wenn uns jemand seine Vision oder seine Ziele erzählt und wir sagen dann, ach komm, das wird nichts, ach, ich kenne dich doch, das hast du schon oft vorgehabt, und oder aber wir bezweifeln überhaupt, dass das ein Ziel ist oder überhaupt jemand brauchen könnte. Und wie geht es uns dann in so einem Gespräch? Also was passiert eigentlich in so einer Situation? Also Sympathie wird wahrscheinlich nicht entstehen, auch keine große Lebensfreude. Man wird sich auch nicht voller Energie fühlen, sondern eher getrennt. Man ist nicht mehr wirklich miteinander verbunden. Erstaunlicherweise ist nicht nur der Mensch ernüchtert, dessen Ziele wir gerade zerpflückt haben, und der dann sagt, naja, okay, vielleicht hast du recht, oder dir kann man eben nichts erzählen. Seltsamerweise geht es uns dabei auch nicht wesentlich besser. In der Sekunde, wo wir das tun, ist das wie ein Reflex. Und dieser Reflex heißt nichts anderes als, ich bin neidisch, ich bin eigentlich eifersüchtig. Wenn ich es nicht kann, dann du auch nicht. Und genau genommen spiegelt das nur unsere innere Welt wider, wo wir eigentlich eher so sind, meine Ziele erreiche ich auch nicht, jetzt kommst du mit deinen an. Und das ist gar nicht bösartig gemeint, sondern das passiert fast automatisch. Und wenn wir uns dann wieder trennen, anschließend geht es uns auch nicht wesentlich besser, sondern wir spüren, wir haben da was zerstört. Wir spüren, wir haben da etwas ernüchtert, etwas gedämpft, etwas, was eigentlich viel Energie hätte bekommen sollen. Und dann können wir auch anschließend zurückrudern, wie wir wollen. Wir können nochmal anrufen und sagen, du, ich hast mir überlegt, ich finde es doch eine gute Idee. Dieser Anfangsschub ist vorbei. Und wenn wir uns mal den anderen Fall anschauen, jemand kommt mit seinen Zielen und du motivierst ihn, du ermunterst ihn, du steigst mit ein und gehst in diese Ideen rein und sagst, das ist toll, oh ja, das könnte man so machen, und weißt du, was du da bräuchtest? Da? Und was passiert da? Genau, Verbundenheit. Wir spüren plötzlich diese Einheit. Wir sind Teil des Plans, der mitentwickelt. Unsere eigene Kreativität darf sich plötzlich melden und wird wachgerufen. Und das spüren wir. Und plötzlich gibt es in diesem Gespräch Verbundenheit, Lebensfreude, Energie. Beide spüren regelrecht, wie viel ihnen dieses Gespräch gibt, weil unser schöpferischer Aspekt angesprochen worden ist. Und der erfüllt uns mit innerem Reichtum. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir andere Menschen einmal ermutigen, damit sie die Kraft und die Freude finden, ihre eigenen Ziele auch wirklich weiterhin zu verfolgen. Vielleicht benötigen sie sogar unsere Mithilfe. Gleichzeitig ist es ganz wichtig, weil wir auf diese Weise auch uns selbst Energie schenken und vielleicht sogar eigene Ziele jetzt endlich anpacken. Denn das bleibt bei uns hängen. Ah, wenn der oder die das macht und schafft, dann könnte ich doch. Und schon sind wir selber euphorisiert, selber inspiriert und motiviert. Und deswegen, klar, es ist immer ein Spiegelbild dessen. Und deswegen ist es so wesentlich, dass wir mal die Ziele und Visionen anderer Menschen würdigen. Und dann stellen wir fest, dass wir dabei ganz viel für uns tun. Mit uns meine ich mit demjenigen, der seine Ziele hat, aber auch du, dir geht es plötzlich wesentlich besser. Und deswegen laden wir dich heute ein, 19 Uhr bei unserer Live-Sendung dabei zu sein. Da wollen wir nämlich euch ein bisschen Gelegenheit geben, vielleicht eure Ziele vorzustellen, und dann feiern wir gemeinsam eure Ziele und motivieren euch und inspirieren euch und schenken euch genau diese Energie und Kraft. Und dann wollen wir mal schauen, was passiert denn mit uns allen, wenn wir die Ziele von anderen feiern. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, um zu schauen, was ist denn nach einer Stunde, wie fühle ich mich denn da, dann heute Abend 19 Uhr, sei dabei live. Ich freue mich riesig auf dich.